Also. Ah ja, ich erinnere mich. Also wir haben jetzt die Wahl, Chat. Entweder oder. Entweder wir gehen jetzt zum Endboss und töten den. Dann wäre es natürlich relativ schnell vorbei und dann ist die Frage, was machen wir? Oder wir machen noch die optionale Quest. Und wir machen, glaube ich, zuerst noch die optionale Quest. Und zwar, ich habe den Skelettmagier im Nebelturm ein sehr seltsames Buch abgenommen. Chromanin. Es scheint sich um ein Rätsel zu handeln, das ein geheimnisvoller Fremder dieser Welt gestellt hat. Der Weise verschafft sich einen großen Überblick, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber vielleicht komme ich ja noch dahinter. Okay. Also, das ist der Hinweis. Ich gehe davon aus, einen großen Überblick verschaffen. Das bedeutet, wir müssen irgendwo hoch. Und wir werden auch irgendwo hochgehen. Perfekt. Und zwar alles geplant. Alles geplant, Chat. Ich habe verschiedene Ideen. Es gibt ja Türme. Ich schätze mal, wir müssen auf irgendeinen Turm. Wir müssen auf irgendeinen Turm. Die Frage ist, auf welchen Turm? Es gibt ja im alten Lager gibt es einen Turm. Hier gibt es einen Turm. Wir gucken jetzt einfach mal immer, wenn wir an Türmen vorbeilaufen, ob es der Turm ist. Ja. Und wenn wir alle Türme durch sind, dann verzweifeln wir ganz kurz. Fragen uns, was ist der Sinn des Lebens? Stellen fest, es gibt keinen. Und dann sind wir ganz traurig. Im Zweifel ist es aber auch dort, wo wir das Buch gefunden haben. Ja, wir haben hier Khadgars Turm. Nee, Medivh. Nee, wie heißt der? Xardas. Xardas Turm. Da haben wir auf jeden Fall nichts gefunden. Dann hätten wir, also den Turm, wo ich gerade bin. Dann gibt es den Turm da hinten. SR. Okay. Und da gibt es noch den Turm in der Stadt. Aber ich weiß halt nicht, warum sollte man so random in der Welt auf den Turm gehen? Es könnte auch da sein, wo wir ihn gefunden haben. Aber ich weiß nur noch ganz grob, wo das war. Wenn ja, dann war das so ein riesiges Höhlensystem. Ist hier mein Ork-Kumpel, ne? Oh, der redet nicht mit mir. Na gut. Also man könnte, es könnte natürlich auch sein, dass es gar kein Turm ist und dass wir auf so ein Gebirge klettern müssen oder so. Woher du mich kennst, also du kannst mich aus verschiedenen Hochklassiker-Formaten kennen, wie zum Beispiel Wetten, dass oder TV Total oder die Tagesschau. Habe ich alles schon moderiert. Aber es könnte auch sein, dass du mich von einem Twitch-Kanal Spaten-Programm kennst, wo ich halbgare Quizzes an den Mann gebracht habe und an die Frau. Das ist auch möglich. TV Total kommt zurück, Chat. Habt ihr es mitbekommen? Es ist Wahnsinn. Morgen ist die erste Ausgabe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber nicht mit Raab. Nicht mit Raab. Sondern moderiert von Sebastian. Ich glaube, Sebastian heißt er im Vornamen. Puffpuff. Genau, der Puffpuff. Ich mag den Puffpuff eigentlich ganz gern. Ist ein cooler Typ. Ist auch ganz lustig.
Ja, es bleibt abzuwarten, ob das mit TV Total harmoniert. Wer? Ich glaube, das ist das größte Problem. Selbst wenn er das unglaublich gut macht, das spielt gar keine Rolle. Ich fürchte, das ist das Hauptproblem. Das ist so wie mit Twitch. Ich glaube, das gleiche gilt im Fernsehen. Es ist egal, ob die Qualität der Sendung gut ist oder schlecht ist. Hauptsache, die Leute sind bekannt. Diego, was geht ab? Hallo. Tschüss. Mach's gut. Ja, mir nicht so Bock. Aber ich habe, glaube ich, auch einen Teleporter. Warte mal, ich habe einen Teleporter in die Stadt. Ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Und zwar... Kontroverse Meinung. TV Total würde heute nicht mehr funktionieren, weil keiner mehr TV schaut und somit keine lustigen Dinge mehr gibt, über die man eine Sendung machen könnte. Es gucken noch sehr viele Leute TV, du irrst dich. Es gibt nur viele Leute im Internet, die glauben, dass Leute kein TV mehr gucken. Nicht die Wassermagier, es sind die Feuermagier, ne? Vier, ich glaube ja. Also alle Statistiken sagen, dass Leute immer noch sehr viel TV gucken. Und sehr wenige gucken Twitch, also ultra wenige im Vergleich zu Fernsehen. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, dass ihr die Statistiken anzweifelt. Aber dann habt ihr nur eine gefühlte Wahrheit und dann könnt ihr sowieso alles behaupten. Altersgruppenabhängig wird es ein bisschen schwieriger, aber auch dann ist TV bei weitem vor Twitch. Genau, man kommt in den Turm durch das Gebäude, da gibt es einen Übergang, okay. Keine Zeit, ich... Sieht man übrigens auch sehr häufig bei anderen Sachen. TV hat ein unglaubliches Interesse immer noch, auch bei euch. Also nicht vielleicht bei dir, aber bei euch. Ja. Ihr habt ja zum Beispiel Galileo als Beispiel mal, ne? Funktioniert auf YouTube unglaublich gut. Oder auch diese ganzen Reality-TV-Sendungen. Oder was zum Beispiel auch, Annie the Duck hat doch die Reaction-Rechte und Interview-Rechte für The Beauty and the Nerd. Die hat mit die größten Zuschauerzahlen gehabt, glaube ich, jemals auf Twitch, als sie darauf reacted hat und diesen TV-Inhalt gemacht hat, statt ihren Twitch-Inhalt. Hm? Also TV ist immer noch riesengroß. Und stößt auch in eurer Zielgruppe immer noch auf extrem großes Interesse. Ihr vertut euch, wenn ihr denkt, dass das nicht so sei. So, hier hatten wir auch einen großen Turm. Für so eine Sendung holt man sich Rechte? Ja, selbstverständlich. Aber du hast doch gerade gehört, warum? Das ist, da steckt richtig Geld hinter. Kann man Reaction-Rechte auf irgendwas haben? Ja. Also theoretisch ist es sogar so, keiner hat überhaupt Rechte. Also Reactions ist rechtlich eine schwierige Kiste. Eigentlich darf man,
also, ob man auf was reacten darf oder nicht. Also, bohrt da nicht so genau nach, wenn es um die juristische Natur geht. Und gerade wenn es um Lizenzen geht und so weiter, dann wird es nochmal eine Ecke schwieriger. Genau, ich habe auch keine Rechte, Gothic zu streamen. Korrekt. Also nicht wirklich zumindest. Komme ich hier eigentlich raus? Die Waffe weg! Okay, die sind mittlerweile friedlich zu mir. Interessant. Bin ich alle. Ist hier denn auf? Nee. Na gut. Feigling, komm zurück! Ob es mal irgendwelche Publisher so gab, die Ärger gemacht haben? Ja, gab es. Bei uns jetzt nicht. Aber es gab zwei Sachen, die mir bekannt sind in dieser Richtung. Nintendo hat einmal Stunk gemacht. Bei Let's Plays auf YouTube. Die wollten das mal nicht. Und dann gab es noch... Die sind da sehr schnell zurückgerudert. Da schien wohl eine Hand nicht zu wissen, was die andere macht. Aber es gab mal bei Bethesda etwas. Das war aber weniger Reaction-bezogen, sondern das war mehr so, also jetzt Verschwörungstheorie-Chat. Das ist eher so ein Muster, was sich damals abgezeichnet hat. Wenn Leute schlecht über das Spiel gesprochen haben oder über Spiele gesprochen haben von Bethesda, also sie negativ bewertet haben, dann sind die mit Copyright-Strikes reingegangen. Quasi die öffentliche Meinung so ein bisschen Richtung positiv zu striken. Da sind sie aber sehr schnell wieder von weg, als das nur so halbwegs ein Muster sich ergab und das denen vorgeworfen worden ist, die ganz schön zurückgerudert. Aber das gab es eine Zeit. Das ist auch einer der Gründe, warum da nichts passiert. Es ist nicht so, weil es juristisch erlaubt ist, sowas zu machen überhaupt oder sonst irgendwas, sondern weil man Angst hat vor der öffentlichen Resonanz, wenn du sowas tust. Und darum erlauben das alle Publisher. Persönlich, man kann ja immer so, es gibt da ja diese, da verlässt man natürlich jetzt den Boden des Rechtswesens und da geht es jetzt so ein bisschen um, also da geht es eher um die Konsequenzen von Handlungen. Man kann ja die Meinung vertreten, so Let's Play Content oder auch so Streams und so weiter ist Werbung, ja, also dass der Also derjenige, der es hauptsächlich veröffentlicht hat, der originale Creator quasi, dass der davon profitiert. Und weil das so ist, hatte das gefälligst hinzunehmen. Ich glaube, tatsächlich ist das oft so. Oft, nicht immer. Da könnt ihr mal aus eurer Erfahrung sprechen. Es gibt, finde ich, Spiele, wo ich so ein bisschen anzweifle, ob das wirklich so ist. Auf der anderen Seite lehrt mich die Realität das Gegenteil. Beispiel, ein extrem storygetriebenes Spiel, vielleicht sogar ein Rätselspiel. Sagen wir mal Point-and-Click-Adventure. Ne? Wenn ich das sehe bei einem anderen, beim Streamer oder früher dann eher bei YouTubern, beim Let's Play oder so, dann kenne ich schon die ganze Story und ich kenne auch die gesamten Rätsel. Dann denke ich mir so,
warum soll ich das noch spielen? Aber die Realität sagt was anderes. Die Realität sagt, dass Gronkh vielleicht die deutschen Point-and-Click-Adventures wieder groß gemacht hat und dass, wenn er die gar nicht alle let's played hätte, die bei weitem nicht so erfolgreich gewesen wären. Deswegen weiß ich nicht. Das ist schwierig, ne? Also irgendwie von der Logik her denke ich mir, müsste eigentlich anders sein, aber ist es nicht. So, ich vermute mal hier der Turm. Das ist der letzte Turm, wo ich denke, dass es noch sein könnte. Es ist nicht immer alles logisch. Ich glaube, das ist auch wirklich der Grund. Ich tue manchmal so, als wären Menschen Roboter. Und dann vergesse ich, dass Menschen emotionale Fleischklötze sind und unlogische Dinge tun. Ich hätte wirklich gedacht, hier ist es. Wir gucken noch mal in the book. Wir haben ja das Buch. Da ist es, Chromanin. Der gewillt ist, allein irdischen Lastern zu entsagen, allen irdischen Lastern zu entsagen und auf den Faden der Rechtschaffenen wandelt, soll wissen, wo der Quell meiner Macht verborgen liegt. Auf dass er es nutzen möge, die Ketten dieser Welt zu sprengen und sich als würdig zu erweisen, Chromanin zu empfangen. Der Weise verschafft sich großen Überblick, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Also das mit dem großen Überblick habe ich jetzt so gedeutet, dass wir auf den Turm gehen. Da sind wir jetzt. Wir haben noch dieses, der gewillt ist, allen irdischen Lastern zu entsagen. Irdische Laster. Irdische Laster sind typischerweise Verhaltensweisen, die die Kirche als sündhaft definiert hat. Zum Beispiel Wollust. Ich bin leider sehr begierig, Bunga Bunga zu betreiben, weil ich bin seit 5 Monaten in diesem sehr männlich deponierten Gefängnis. Schwierig. So, dann, was sind noch irdische Laster? Nicht Gefräßigkeit, da gibt es so ein anderes geiles Wort für. Völlerei. Dass man sich immer vollstopfen will mit Sachen. Geoneid habe ich nicht mehr, weil ich bin schon der Reichste. Es gibt hier niemanden, auf den ich noch gierig sein könnte. Was heißt das denn in der Spiellogik? Was soll ich denn tun? Soll ich meine Sachen ablegen und wegschmeißen? Oder soll ich einen LKW kaufen? Der Vater Rechtschaffenen. Das ist auch wieder so ein religiöses Blabla. Drogen wegwerfen könnte sein, wobei Drogen werden unterschiedlich gesehen in solchen Zusammenhängen. Ne? Soll wissen, wo der Quell meiner Macht liegt, auf dass er sie nutzen möge, die Ketten dieser Welt zu sprengen und sich als würdig zu erweisen, Chromanin zu empfangen. Ketten dieser Welt. Meint ihr, ich muss noch mal in den Keller? Vielleicht denke ich zu irdisch. Vielleicht denke ich zu irdisch. Vielleicht muss ich
überirdisch denken. Oder außerirdisch geradezu. Überblick. 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 Einen Überblick haben, etwas überblicken. Überblicken, übersehen. Blicken heißt sehen, ich übersehe etwas. Das führt zu nichts, Chat. Das führt zu gar nichts. Oh Gott, ey. Ja, man könnte ja, habe ich auch gerade über gedacht, ne? Der Turm da hinten ist der da. Wenn ich hochgucke, dann sieht man ihn nicht mehr. Aber der Turm dort hinten ist größer, weil der oben liegt. Also er ist auf dem Berg drauf. Welcher Turm ist das denn? Ist der von der Ruine. Da kann man hochklettern. Wir sind da schon mal hochgeklettert. Die Frage ist, sind wir nach Kromanin dort hochgeklettert oder vor Kromanin? Klettern wir auf den Turm. Komm, wir klettern. Hup. Kommen wir da vom Sumpflager gut hin? Von wo kommen wir denn da gut hin? Eigentlich nicht. Vom Dämonenbeschwörerturm, ne? Ich glaube, davon ist am schnellsten. Fünfe. Ich glaube, wir haben zu wenig Mana. Ja, reicht gerade so. Perfekt. Ich will hier raus! Ja, dieser Mediv, ne? Der wohnt hier aber auch in den Turm ohne Ausgang. Ich glaube, ich muss erst hoch, damit ich runter kann. Das ist so ein philosophisches Ding einfach. Und da. Oder da. Ich glaube da. Ich bin mir nicht sicher, wann wir gespeichert haben. Aber wir haben ja eh nichts erreicht. Das ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Wir haben nichts erreicht. Ja. Aber wir können da lang. Wir haben nichts erreicht, wie Batman. Ja, stimmt. Ja, mal schauen, ne? Schwierig wird's, wenn da auch nichts ist. Ich weiß nur, dass wir den Turm schon mal hochgeklettert sind. Das war außerordentlich schwierig, aber es war möglich. Es war möglich, definitiv. Hier lang, oder? Warum öffnet sich die Karte nicht? Jetzt. Beißer. Ich glaube, ich habe noch nie gegen einen Beißer gekämpft. Ja. Das ist ein Bond-Villian. Hm. Die
Bond-Rechte sind jetzt bei Amazon, ne? Habt ihr es mitbekommen? Ich glaube, so habe ich es verstanden. Muss ich ein bisschen vorsichtig mich äußern, aber so habe ich es verstanden. MGM ist ja nicht mehr oder so. Oder zumindest nicht so richtig. Keine Ahnung, hab's nicht ganz gerafft. Aber soweit ich das gecheckt habe, hat Amazon jetzt die ganzen Rechte an den ganzen MGM-Stuff. Und dazu gehört meines Wissens auch James Bond. Und auch Stargate. Also, falls ihr gehofft habt, dass Stargate vielleicht erstens entweder endlich wieder beim normalen Streaming-Anbieter zu sehen sein wird, in dem Fall Amazon, die Chancen stehen nicht schlecht, und falls ihr darauf hofft, dass es eines Tages vielleicht mal wieder eine Stargate-Serie geben sollen, Tüte, Chancen stehen besser als vorher. Lass das ruhen, bitte. Ach. Bei Star Trek hat das auch funktioniert. Ich bin zufrieden mit dem Star Trek-Kram. Also Discovery mag ich nicht ganz so gern, aber Picard ist okay. Und Lower Decks mag ich richtig gern. Falls ihr es noch nicht geguckt habt und Star Trek mögt, Lower Decks ist gut. Guckt euch das an. Auch wenn es eine Zeichentrickserie ist, die ist gut. So. Habt ihr mitbekommen, dass jetzt noch zwei Star Trek-Serien kommen? Ich glaube, die eine ist schon da, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Prodigy oder so ähnlich heißt die. Das ist eine Kinderserie, also eine richtige Kinderserie. Ich glaube, auf Nickelodeon läuft die. Und dann gibt es noch eine weitere Star Trek-Serie jetzt in Mache. Ich glaube, die hat noch keinen Namen. Und wenn sie einen hat, dann weiß ich sie nicht. Aber die wird auf der Akademie spielen. Da, der Sellout ist real, Chat. Der Sellout ist real. Und noch eine Serie, und noch eine Serie. So, wir sind da. Eieiei, es fängt wieder an. Vielleicht als erstes mal quicksaven. Oh, und ich habe was zu berichten, Chat. Ich habe Veggie-Burger ausprobiert. Beziehungsweise, ich glaube, sie waren sogar vegan, oder das weiß ich nicht genau. Und auch verschiedene. Da waren zwei bei, die waren so normale Burger, in Anführungsstrichen, mit Veggie-Dingsbums-Fleisch-Ersatz-Gedöns. Die waren okay. Also konnte man essen, hat mich aber nicht vom Hocker gehauen. Aber einer, den fand ich richtig gut. Und zwar Crispy. Also wie gibt's ja eigentlich mit Chicken, ne? So Crisp Chicken Gedöns. Aber halt jetzt halt ohne Chicken. Und sind wir mal ganz ehrlich, das was da wirklich dran schmeckt, ist die Panade und nicht das Fleisch. Und das funktioniert trotzdem richtig gut. Also, habe ich richtig gern gegessen. Gab's bei Burger Me. Soll keine unbedingte Werbung für Burger Me sein, weil Burger Me ist eine riesige Kette wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall eine Kette, ob sie riesig ist, weiß ich nicht. Und Ketten, keine Ahnung. Da gibt's bestimmt irgendwas Negatives zu berichten. Bestimmt sind die Arbeitszeiten nicht so toll oder irgendwie sowas. Man kennt's. Aber der Burger war okay. Der war gut. Okay. Sieht gut aus. Ich habe Erfahrung. Schade. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das hier ist. Mir kommt das so vor, als soll ich hier nicht hin. Ich kann, aber es liegt nur daran, dass ich unglaublichen Skill habe. Was ihr hier seht, ist 1A Gameplay. Das sieht so schlecht aus, aber das liegt auch wieder nur daran, dass das unglaublich schwierig ist, Chat.
Man vertut sich da. Ansonsten, ach Chat, ich glaube im Briefing wurde es gestern entweder vergessen oder ich weiß nicht was. Es gibt im Discord einen neuen Channel unter den Hauptkanälen, da Bonjour Insight oder wie das heißt. Der heißt Shop-Ideen. Wenn ihr eine ernsthafte Idee habt für den Shop, also für unseren Merchandise-Shop, guckt da mal rein, ob eure Idee nicht schon gepostet worden ist und macht da einen Pfeil nach oben, damit wir sehen, hey, da ist die Nachfrage auf jeden Fall da. Oder falls eure gnadete Idee noch nicht dort stand, dann teilt sie uns mit. Und auch allen anderen, damit sie dort den Pfeil hochmachen kann. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass... Ich hab's gefunden. Das heißt nicht unbedingt, dass das, was die meisten Pfeile nach oben bekommt, auch kommt. Weil wir müssen natürlich schauen, ist das überhaupt umsetzbar, so wie wir das wollen, in unseren Qualitätsansprüchen, bla bla bla. Und machen wir damit dick Patte oder nicht. Aber wenn... Nein, wir machen natürlich nicht dick Patte mit Merch, sowieso nicht. Dafür verkaufen wir nicht genug, weil ihr zu geizig seid. Nein. Aber ja, ne, schaut da mal rein. Speichern. Hab's gefunden, Chat. Altes Buch. Chromanin 2. Perfekt. Ich habe das Buch gefunden. Getragen von den Gezeiten haben Chromanins Visionen der Zukunft mit mir die Augen geöffnet. Ich muss das nochmal lesen. Tut mir leid. Getragen von den Gezeiten haben Chromanins Visionen der Zukunft mir die Augen geöffnet. Okay. Das ist schon mal interpretationswürdig, komme ich gleich drauf. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Schon wieder sowas leicht Religiöses. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark hat es mich bewegt. Was geteilt wird, wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist sehr rätselverschwurbelt. Also, ich gehe mal davon aus, dass wirklich relevant fürs Rätsel wieder nur die zweite Seite ist und die erste ist so ein bisschen Stimmung. Weil getragen von Gezeiten haben Chromanins Visionen der Zukunft mir die Augen geöffnet, ist schon schwierig. Getragen von Gezeiten, damit könnte Ebbe Flut gemeint sein. Gezeiten kann aber auch so ein hochtrabendes, wir wollen eigentlich Zeit sagen, aber damit das so ein bisschen mittelalterlich bedeutungsschwanger klingt, machen wir aus Zeit Gezeiten. Hat man gerne in solchen Texten. Eigentlich könnte da auch stehen, getragen von der Zeit, haben Chromanins Vision die Zukunft mir die Augen geöffnet oder so. Naja, so dann, kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Den Glauben daran. Woran? Den Glauben an die Zukunft, oder was? Oder an den Glauben an die Visionen an die Zukunft? Der Bezug ist so ein bisschen unklar. Den Glauben daran wieder aufzugeben. Na gut. Viel zu stark hat es mich bewegt. Bewegt. Gut, was auch immer. Was geteilt, Komma, wird wieder vereint. Also irgendwas wurde voneinander getrennt und soll wieder vereint werden. Wenn auch nur kurz... massiv voneinander getrennt. Massiv. Massiv ist ein seltsames Attribut in diesem Satz. Massiv klingt so nach Gebirge oder so. Was geteilt wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Mal gucken, ob das Questlog irgendwas sagt. Ich habe ein zweites Buch gefunden, das den Namen Chromanin trägt. Und wieder gibt es mir ein Rätsel auf. Was geteilt, wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt.
Was geteilt? Was geteilt wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Also gehen wir mal der Deutung nach, dass massiv uns darauf hinweisen soll, dass wir es mit Bergen oder so zu tun haben. Dann entweder teilt ein Gebirge zwei Länder voneinander, also oder zwei Täler voneinander, oder ein Fluss, der zum Beispiel von einem Bergmassiv entspringt, was wir gerade vor uns so ungefähr haben, teilt etwas voneinander. Soll das direkt hier sein? Wir hätten auch hier zum Beispiel zwei Bergmassive quasi von einer Brücke wieder vereint werden. Puh, das ist ein schwieriges Rätsel. Aber wir gucken mal. Wir müssen erstmal wieder runter. Perfekt. Okay. Wir sind unten. Ich speichere einmal. Was haben wir denn hier? Also hier haben wir, wie gesagt, ne? Es könnte einfach ein Fluss gemeint sein, der teilt was voneinander. Interessanterweise teilt sich auch der Fluss durch ein Massiv, wenn man so will. Wir haben hier die Brücke. Ja, der Fluss teilt ja hier quasi diese beiden Regionen voneinander und die Brücke überspannt sie, vereint sie sozusagen erneut. Vielleicht auf dem Grund des Sees oder so. Lass mal gucken. Das Rätsel mit dem Schamanen, das spare ich mir gerade auf, weil ich befürchte, dass wenn wir das machen, dann sind wir mit dem Spiel durch. Es können natürlich auch irgendwo hier unten liegen. Wir gucken mal in diesen Turm rein. Medivhs alter Turm. Und Xardas heißt er natürlich. Weil der ist halt zufälligerweise im See. Der See trennt hier irgendwie die verschiedenen Gebiete voneinander. Gucken wir einmal hier. Hier ist nichts. Dann gucken wir mal in den Turm rein. Da waren wir jetzt zwar schon, aber da waren wir schon ein paar Mal drin. Aber vielleicht spawnt das dritte Buch erst, wenn wir das zweite haben. Und da war ja auch ein Raum, der war leer, falls ich euch erinnere. Nicht leer, aber da war nichts Sinnvolles drin im Vergleich zum anderen Raum. Von daher gucken wir mal rein. Genau, ich spiele mit Tastatur. Maus und Tastatur, um genau zu sein. Hier haben wir, genau, von den Kriegern haben wir hier noch irgendwelche Waffen. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil vom Finale, wenn wir heute lange brauchen mit Chromonin. Weiß man nicht, ne? So, hier hätte ich gedacht, ne? Weil dieser Raum, da hatten wir zwar die beiden Truhen, die waren leer. Sonst war hier nichts. Aber sieht nicht so aus. Wir haben jetzt zwar diese leere Feuerstelle, aber hier liegt nichts. Ich könnte jetzt nochmal in die Truhe gucken. Aber nein. Können nochmal in den anderen Raum gucken. Schwieriger Satz. Trend. Auch dieses kurz wieder vereint, das ist so, das spricht sehr für Wasser, weil klar, wenn es jetzt mal, vor allem auch der linke Text spricht ja von Gezeiten,
Und wenn die Gezeiten gerade so sind, dass der Fluss vielleicht ein bisschen flacher wird oder was, dann gibt es eine Landbrücke. Das ist ja... Ja, sowas in der Richtung wird das sein. Dann sind wir wie Moses, der dann da den Fluss teilt. In Wirklichkeit war nur gerade Ebbe. Man weiß es nicht. Was für Gezeiten, sehr gut. Falls ihr eines Tages bei uns Mod werden wollt, es wird auch immer mal wieder gefragt, wie das denn ist, ne? Ob man sich da bewerben kann oder so. Tatsächlich gibt es ein Bewerbungsverfahren für Mods bei uns. Das funktioniert so, ihr müsst ganz oft in Chat so Karlauer machen. Und irgendwann werdet ihr von mir geadelt. Ungefähr so funktioniert das. Wieso sollte Karl lauern? Sehr gut. Ne? Da hat jemand schon verstanden, wie es funktioniert. Das bedeutet Karl lauer. Dead Jokes, aber wenn man aus dem Kabarett kommt. Oder Kabarett, wie wir Bildungsbürger sagen. Okay. Fantastisch. Folgen wir dem Wasser? Ich glaube, wir folgen dem Wasser. Also, nach meiner Vorstellung war das fantastisch. Funktioniert das so? Sieht nicht gut aus. Na gut. Wir gucken nochmal auf die Karte. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wir können natürlich dorthin gehen, wo die Flüsse zusammenführen, ne? Warte mal, vielleicht ist das so gemeint. Wir gucken nochmal in den Text. Ich habe eine Idee. Angenommen, hier ist die ganze Zeit nur die Rede von Wasser. Getragen von den Gezeiten. Haben Gromanins Vision die Zukunft mit dir die Augen geöffnet. Es gibt auch dieses in Wasser die Zukunft sehen und solche Gedöns. Gibt es in, ich weiß gar nicht, ist das so ein in so ein nordamerikanische Ureinwohner-Gedöns? Ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkommt. Aber es gibt auf jeden Fall dieses in Wasser die Zukunft lesen. Dann, kein Preis ist hoch genug. Den Glauben daran aufzugeben, viel zu stark zu bewegen. So. Auch dieses viel zu stark hat es mich bewegt. Als wenn man selber Wasser ist und die Gezeiten tragen ein. Es bewegt mich. Ja, also es im wortwörtlichen Sinne. Wenn ich das Wasser bin, werde ich von den Gezeiten bewegt. Und die Gezeiten, die sind auch mit der Zeit natürlich verknüpft. Also das ergibt schon Sinn. So dann, was geteilt, also ich als Wasser kann geteilt werden. Ich kann verdunsten, ich kann niederregnen, wird wieder vereint, ich regne wieder nieder. Und
Wenn auch nur kurz, weil ich kann auch wieder verdunsten und auch kann auch massiv voneinander getrennt werden. Das Wasser kann im Meer sein, das Wasser kann im Fluss sein, im See, in der Wolke, das kann in deinem Getränk sein. Aber letztlich kommt es immer wieder zusammen und wird auch immer wieder voneinander getrennt. Und das massivste Zusammenkommen von Wasser findet man dort, wo die Flüsse ins Meer münden. Richtig? Korrekt. Also gehen wir dorthin, wo die Flüsse ins Meer münden. Das würde dann im Wesentlichen im Norden dort sein, wo auch das Schiffswrack ist und so. Es ist eine Wahnsinnsherleitung. Das wird falsch sein. La 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 la. Kommen wir denn hier runter? Wie kommen wir hier runter, mein Gott? Wollt ihr über die Zukunft reden, Chat? Ich weiß nämlich noch nicht, was die Zukunft bringt. Das ist nämlich ein Problem. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Es ist ungewiss. Ich habe so ein paar Ideen, aber Moment, ich muss kurz Akrobatik. Perfekt. Und in welche Richtung muss ich? In die. Perfekt. Also, es gibt Sachen. Wir haben gerade November, falls euch aufgefallen ist, heute übrigens 9. November, geschichtsträchtiger Tag. Was heute nicht alles passiert ist, ne? Mauerfall, Pogromnacht und noch irgendwelche Sachen, die ich gerade vergessen habe. Also, auf jeden Fall, 9. November. Googelt mal, wie wichtig der Tag ist. Dann, also die Zukunft. Wenn Dezember ist, haben wir einen Monat später. Und im Dezember wollte ich Kekse backen. Das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen habe für die Zukunft. Im Dezember wollte ich Kekse backen mit euch. Weil Weihnachten und so. Fürs ganze Team backe ich dann Kekse. Die isst dann keiner, aber die backe ich. Ich weiß noch nicht genau welche. Wahrscheinlich Schoko. Aber Kekse werden gebacken. Und wenn Kekse gebacken worden sind, dann weiß ich noch nicht genau. Dann, letzte Woche, auch am Dienstag, da habe ich ja mit Stay gesprochen. Über Politics. Einige von euch waren dabei. Wir waren beide sehr zufrieden mit dem Gespräch. Also sowohl Stay als auch ich. Und das wird bestimmt nochmal wiederholt. Ob es regelmäßig wird oder immer mal wieder anlassbezogen oder ich habe keine Ahnung, das ist mir noch nicht so richtig. Aber das wird bestimmt nochmal wiederholt. Ich kann mir gut vorstellen, spätestens wenn die Koalitionsgespräche beendet sind, auf die eine oder andere Weise werden wir bestimmt miteinander quatschen. Das wäre zum Beispiel so ein Anlass. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Anlässe oder man redet einfach so ab und zu miteinander. Das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich finde, wir haben gut harmoniert. Also, wir haben teilweise ähnliche Meinungen. Das hat man auch gemerkt. Das finde ich aber gar nicht unbedingt schlimm oder falsch oder sonst irgendwas. Man kann auch mit gleichen Meinungen über Themen reden, finde ich. Weil selbst wenn man gleiche Meinung hat, ist der Weg, oder nicht was als gleiche Meinung, selbst wenn man gleiche Ziele verfolgt oder grundlegend gleicher Auffassung ist, kann man sich ja über die Methoden streiten und so. Und ich glaube, das ist sogar teilweise viel wertvoller, als wenn man immer Prinzipien gegeneinander clashen lässt. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es unterhaltsamer ist,
Aber wenn einer komplett andere Meinung hat als der andere, dann wird auch der andere den einen nicht überzeugen oder umgekehrt. Ja? Sondern da ist einfach nur jeder sagt, wo er steht und am Ende ist keiner klüger. Aber wenn du so ein bisschen schon in die gleiche Richtung gehst, dann ist viel mehr Potenzial dafür da, dass man auch aufeinander den anderen versteht und vielleicht auch mal aufeinander zugeht oder sich was zusammen erarbeitet oder so. Das ist schon ganz nett so, also finde ich gut. Naja, whatever. Wir haben ja auch durchaus unterschiedliche Meinungen in manchen Punkten. Das sind die beiden Dinge. Dann, ich glaube, ich will auf jeden Fall Elden Ring spielen. Das Ding ist nur, Elden Ring erscheint im Februar, ist korrekt, glaube ich. Wenn ich mich gerade nicht irre. Und 25 Seite, genau, 25 Seite. Das ist gar nicht so lange hin, Chat. Das ist gar nicht so lange hin. Überlegt euch mal, das ist diesen Monat, Dezember, Januar und ein bisschen Februar. Das sind so 3,5 Monate. Und 3,5 Monate sind sehr schnell rum. Insbesondere, weil dazwischen ist Weihnachten, das ist schon mal eine ganze Woche weniger. Dann haben wir irgendwann die LAN dazwischen, das ist nochmal eine Woche weniger. Und ihr wisst, wie das bei mir ist. Ich habe auch immer wieder andere Projekte und Arbeiten hier zu tun. Kann auch mal sein, dass ich so die ein oder andere Woche weg bin. Das heißt, effektiv bleiben da vielleicht 2,5 Monate von den 3,5 Monaten über. So, und 2,5 Monate, da muss man sich schon genau überlegen, was man da macht. Ne? Weil ich dachte mir so, okay, eigentlich wäre es cool, wenn ich vor Elden Ring Dark Souls 3 durchspiele. Das Problem ist, ich befürchte, bis Elden Ring schaffe ich Dark Souls 3 gar nicht durchzuspielen. Und jetzt weiß ich nie, was ich tun soll, um ehrlich zu sein. Das ist ein Problem. Hier ist es nicht das Buch. Ja, Gothic 2, ähnliches Problem, dauert zu lange. Was hatte ich noch überlegt? Mass Effect habe ich ganz kurz überlegt, aber Mass Effect dauert auch zu lange. Oblivion habe ich überlegt. Oblivion dauert auch zu lange. Das waren so die Titel, die ich alle gedacht habe, die dauern zu lange. Kann ich nicht machen. Ich spiele doch AOE 4. Nee, das machen ja schon die anderen die ganze Zeit. Deshalb bin ich gerade am Überlegen, ob ich vielleicht eher kleinere Dinge spiele. Also, was ich mir nochmal angucken wollte, und das ist gerade so bei mir hauptsächlich auf dem Zettel, weil ich glaube, damit komme ich relativ schnell durch, in ein paar Wochen, ist Tomb Raider Legend. Tatsächlich. Tomb Raider Legend ist für mich aktuell eine valide Option, das dazwischen zu packen. Weil das habe ich noch nicht gespielt, tatsächlich. Und habe ich schon Bock drauf. Ansonsten, wenn wir damit sehr schnell durch sind, vielleicht kloppen wir noch ein Point-and-Click-Adventure mal dazwischen oder so. In Dune, ja, ich weiß nicht, ob Dune 2000 oder Dune 2 noch schlimmer ist, glaube ich, nicht so attraktiv anzugucken. Hat zwar geile Zwischensequenzen, aber ich glaube, das ist nicht so geil zum Gucken, oder? Ja, ich muss mal überlegen. Aber Tomb Raider Legends ist aktuell mein Favorit. So. Wir haben ein Problem. Was könnte es denn noch sein?
brennt. Das ist auch so ein Satz. Das ist so ein Satz. Und wieder gibt es mir Rätsel auf. Was geteilt, wird wieder vereint. Auch dieses auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Kurz. Für mich klingt das so nach Ebbe und Flut. Was soll es denn sonst sein? Wie wär's denn mit dieser Meeres... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Dieser Insel auf da auf dem Fluss. Haben Inseln auf Flüssen einen Namen? Da wird der Fluss kurz voneinander getrennt und dann wieder vereint. Keine Ahnung. Flussinsel? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Ding, da kann ich mir vorstellen, dass es dafür extra ein Wort gibt. So wie Verkehrsinsel. Nennt man das wirklich Flussinsel? Sandbank. Auf jeden Fall ein Wort, was mir bekannt vorkommt. Ist das eine Sandbank? Binneninsel. Aha. Die haben gar keine Ärmchen, die Dinos, ne? Sehe ich jetzt erst. Ja gut, dann gucken wir mal auf der Binneninsel. Der hat jetzt Ärmchen. Das ist ein anderer. So, hier. Die teilt doch den Fluss. Kurz. Und dann sind die wieder vereint. Wird auch massiv getrennt. Hier guckt ihr den Klopper an dazwischen. Alla, wir sind die schlauesten Menschen der Welt. Perfekt. Romanin 3. Ich habe das Buch gefunden. O ihr Götter der alten Zeiten, kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig solch großes Vermächtnis erlangen darf? Die Angst ist groß, alles zu verlieren durch ein kleines Wort des Schwankens. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Also offensichtlich heißt es, ich gucke im See. Also irgendein See. Das sind die offensichtlichen. Wir haben aber viele Seen. Dann wollen wir mal sehen, welcher. Der kluge Fischer. Versucht's auch mal auf der anderen Seite des Sees. Also ich gehe mal davon aus, es ist ein See, dessen andere Seite nicht so offensichtlich erreichbar ist. Die dümmsten Fische haben die dicksten Würmer, siehst du? Monolith ist hier auch Mod, und jetzt wisst ihr warum. Das ist ganz einfach. Wenn es kein See ist, könnte gemeint sein im übertragenen Sinne. Fisch, Fischer. Die hatten die ganze Zeit Religionsbezüge. Im Christentum hat Fisch eine Bedeutung. Ich weiß nicht genau, wo das ursprünglich herkommt, aber ihr habt zum Beispiel in sehr vielen Kirchen, habt ihr bei diesen Kirchenbildern in den Fenstern, ne? Also Kirchen haben ja meistens diese bunten Fenster mit diesen Bilderchen. Und in nahezu jeder Kirche gibt es Fische. In den Bildern. Ich glaube,
Fische waren, ich glaube, ich schwimme hier ein bisschen mit meinem Wissen, ich glaube, Fische waren ein geheimes Erkennungszeichen von Christen, als die Christen noch verfolgt waren in Rom. Vielleicht sind Historiker oder so unter uns oder Theologen, die das mal genauer erörtern können. Aber wenn das gemeint wäre, was ich nicht glaube, weil das zu... Es erfordert zu viel Wissen und auch zu viel Interpretation wahrscheinlich. Aber wenn das gemeint wäre, wenn, dann wäre der Fischer der Römer. Und der Römer im Gothic ist Gomez. Und das andere Ufer des alten Lagers ist das neue Lager. Das ergibt alles Sinn, oder? So. Was sagt denn die Karte? Da könnte ein See sein. Bin auch nicht ganz genau sicher, ne? Definition vom See. Da. Ist halt ein. Ist ein See ist ein stehendes Gewässer. Ist das ein See? Aber wenn ein See ein stehendes Gewässer ist, wo ist der Unterschied zum Teich? Die Größe? Also ein See ist größer als ein Teich. Und ein Meer ist größer als ein See. Und eine Pfütze ist kleiner als ein Teich. Korrekt? Teich ist künstlich, ist das so? Tümpel gibt's auch noch, eieiei. Ich kann mir vorstellen, dass diese Begriffe gar nicht so klar definiert sind. Auch möglich, ne? Wir gehen erstmal zu dem südlichen See, weil er gerade vor uns liegt, und dann zu dem neuen Lagersee. Weil hier haben wir auch einen Steg, was ein bisschen nach Fischerei aussieht. Das, was mich so ein bisschen zweifeln lässt an meiner Ufer-See-Fischen-Theorie, ist so ein bisschen, dass das sehr stumpf ist im Vergleich zum vorherigen Rätsel. Ne? Also wir haben jetzt hier nicht groß um die Ecke gedacht, das ist eher so schon fast wörtlich genommen. Ich meine, was steht da? Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Sehr wörtlich. Aber wer weiß, vielleicht sind ja manche Rätsel ein bisschen schwieriger als andere. Wobei ich es komisch finde, dass das... Alles okay, keine Panik, Chat. Weil ich es komisch finde, dass dann das schwierige Rätsel vor dem einfachen kommt. Also. Also, das hier ist eine Fischerhütte und noch eine Fischerhütte. Sage ich jetzt einfach mal. Dann ist das andere Ufer da. Speichern. Ich habe, glaube ich, schon mal gespeichert, aber ich kann gleich nochmal speichern.
Ich glaube, da liegt. Okay. Ich bin einfach zu krass für das Spiel, es tut mir leid. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Cro-Magnon selbst zu erleben. Hey, das wird so umschrieben, als wäre das irgendwie. Weiß ich auch nicht, als wäre das die Erlösung. Erst verliert man die irdischen Laster und jetzt. Man erlebt das, man besitzt das nicht, man erlebt es. So wie die Erleuchtung oder sowas. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klangens. Des Klangens? Ist das überhaupt korrektes Deutsch? So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Also wieder so eine sehr religiöse. Des Klangens, man sagt doch des. Ach, des Klagens! Wir haben einen Tippfehler, oder? Weil das heißt ja eigentlich klingen. Es klingt und es klang nicht. Das ist schon wieder ein Tippfehler. Da muss wahrscheinlich klagen stehen. Hier. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klagens. Oder des Klingens. Aber klingen, warum soll die Tage des Klingens vorbei sein? Weil wenn man seine irdischen Hüllen hinter sich gelassen hat, nicht mehr den Schall braucht, um sich zu verständigen. Keine Ahnung, na egal. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall zu den Schiffswrack, wo wir schon mal waren. Das ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Ich meine, an Bord, das ist so eine Formulierung, die gibt es nur bei Schiffen, oder? An Bord. Na gut, man kann im übertragenen Sinne das auch woanders verwenden, ne? Nachher ist Matteo wieder an Bord. Aber. Am Auto gibt es auch Bord. Na gut, beim Skateboarden auch, aber. Beim Auto gibt es ja auch die Hochzeit, ne? Ich glaube, Hochzeit ist beim Auto, wenn der Motor ins Auto kommt. Ein Kotflügel, ja, ja. Damals noch von den Kutschen. Weil die Pferde doch immer gekotet haben. Und dann, wenn die Räder von der Kutsche das dann so hochgeschleudert haben, hat man darüber einen Schutz gebaut. Und den Schutz hat man dann Kotflügel genannt. Ich glaube, so ist korrekt. Hier heute lernen wir was dazu, Chat. Das ist unfassbar. Basting and Wailing, also klagen, ja perfekt. Aber, Chat, Gothic kommt doch von urdeutschen Entwicklern, oder nicht? Also nicht aus dem Ruhrpott oder so? Hört man doch überall raus hier. Als ob die auf Englisch entwickelt haben. Haben die Übersetzer bessere Arbeit geleistet als im Original, oder was? Urdeutsche, ja, weil das noch aus einer Zeit stammt, wo wir Entwicklerteams, glaube ich, noch nicht so international waren, oder nicht? Außer es sind wirklich, außer es ist Electronic Arts oder so gewesen. Wurde erst später auf Englisch released, siehste. Aber also, als hätte ich es nicht geahnt. Ich weiß noch, dabei Anno wurde das mal thematisiert.
weiß nicht mehr, welches Anno es war. Das ist schon ein älterer Teil gewesen. Also 1701, 1404, irgendwie so in der Richtung. Da wurde das mal thematisiert, dass sie das auf Englisch entwickeln, obwohl es ja ein deutscher Entwickler ist und so. Und haben die auch gesagt, ja, liegt halt daran, dass wir ein internationales Team haben. Früher wäre das vielleicht noch anders gewesen und so, aber... Ne? Ist ja klar. Gothic und Anno sind beliebt in Russland. In Russland, also die Russen, ganz allgemein gesagt, haben sowieso einen recht ähnlichen kulturellen Geschmack oft wie wir Deutschen. Also zumindest wesentlich ähnlicher oft als der Geschmack von vielen anderen Ländereien dieser Welt. Da gibt es viele Überschneidungen. Also bei den Russen sind ja auch Strategiespiele beliebt. Genauso wie bei uns Deutschen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich. Auch bei Musik gibt es Überschneidungen. Ja, zum Beispiel auch deutschsprachige Musik wird teilweise viel in Russland gehört. Zumindest häufiger als in anderen nicht deutschsprachigen Ländern. Da gibt es tatsächlich relativ viel kulturelle Berührungspunkte. Die Russen mögen es hart. Das könnte... Grund sein. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an ein Interview von Paul Landers, glaube ich, der Gitarrist von Rammstein. Der hat mal gemeint, bei den Russen merkt man noch sehr häufig, dass da so eine angespannte kulturelle Entladung stattfindet. Also wenn da so eine Die mögen das dann mal so richtig auszuflippen, wenn sie mal auf so ein Konzert gehen oder so, weil sie es vielleicht sonst vielleicht nicht so können oder so. Der hat sich das irgendwie so erklärt. Das, vielleicht auch ein bisschen diese Lesart könnte auch ein bisschen begründet sein von der Biografie von Rammstein. Weil die kommen ja auch aus der ehemaligen DDR. In der DDR gab es ja auch viele so Punk-Bands und ähnliches, so Underground, wo es auch so ein bisschen um, ja, Rebellion geht oder so. Aber halt auf so einer kulturellen Ebene und nicht auf politisch unbedingt. Also es gibt natürlich auch immer politische Inhalte, die da vermittelt werden, aber... Spannend auf jeden Fall. Ja. Wir gehen mal außen rum. Genau, es gibt sogar, das stimmt, es gibt das Lied Moskau, ne, mit russischem Text. Gibt's nicht umsonst, auch weil die da sehr beliebt sind. Aber es gibt auch andere, also zum Beispiel gibt's ja auch Tequero Puta. Das wurde ja zur Liebe der mexikanischen Fans gemacht, weil die mexikanischen Fans immer auf den Konzerten so abgehen. Aber das liegt, glaube ich, einfach an deren Mentalität, dass sie einfach ein bisschen lebensfroher sind oder so. Oder sagen wir zumindest lauter. Vielleicht sind sie ja nicht unbedingt glücklicher, aber sie tun zumindest so. So, komm an ihn 5. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten. Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss... Was muss er? Ich muss mich fügen. Und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden. Mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Okay. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich weiß, wo das mal lag. Ich habe eine Idee, aber... Sicher bin ich mir nicht.
Und zwar dort. Im Keller. Ist halt ein Monat her oder so, ne? Oder, warte mal. Das könnte auch sein. Dieses, wo alles begann, das könnte sich auf meine Reise beziehen und nicht auf die Reise des Buches. Das hat jetzt die Frage, meinen die da, wo das erste Buch lag, finde ich jetzt das letzte Buch, oder meinen die dort, wo ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen? Hup. Ich glaube, die meinen da, wo ich da, das Spiel, oder? Ich speichere hier mal, weil ich weiß, dass hier noch ein Labyrinth war. Weil wenn die meinten, da wo das erste Buch lag, dann würde man das, glaube ich, anders schreiben. Ist immer so ein bisschen Off-Character-Argumentation, aber... Upp. Da würde man nicht schreiben, dort wo alles begann, sondern da würde man sowas schreiben wie... dort wo... Diese Reise, ja, wobei das wäre auch eher in diese Richtung. Aber ich weiß nicht, irgendwas würde man, was würde man denn dann schreiben? Dort, wo das erste, nein, dann würde man sowas schreiben wie, das passt ja auch zu diesen religiösen Texten, das erste wird das letzte sein oder so. Düpp, düpp. Das Buch kennt ich doch gar nicht. Das ist korrekt, aber es kann ja sein, dass das ja für jeden ist ja die Geschichte ungefähr gleich und wir wissen ja nicht, seit wann dieses Buch existiert. Also jeder, der ja in dieses Gebiet hier kommt, der kommt ja dort in dieses Gebiet, wo ich auch in dieses Gebiet gekommen bin. Wenn dieses Buch, keine Ahnung, erst ein paar Jahre alt ist, dann passt das ja. Und ich glaube auch, ohne den Gothic-Storywritern zu viel abzusprechen, aber ich glaube auch, die sind nicht so durchdacht in ihren Überlegungen. Hast recht, wir können mal gucken, ob wir einen Trank der Geschwindigkeit haben. Also ist jetzt, auch wenn es mir viel Spaß macht und auch wenn ich die Dialoge alle sehr lustig finde und so. Ich habe noch nicht den Eindruck gewonnen, dass hier irgendwie die große Masterplan-Story, wo alles mega krass ineinander verzahnt ist, stattfindet. Muss ich find's cool und so, aber es ist jetzt nicht. Es ist schon sehr einfach, der Story zu folgen. Und die ist auch nicht immer schlüssig. Also vielleicht die Hauptstory schon, aber nicht unbedingt das Verhalten der Bewohner und so. Ich glaube, das war eher krass zu der damaligen Zeit, dass die Leute hier überhaupt... bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ob das hier wirklich der Anfang ist. Ich glaube, es war zu der damaligen Zeit überhaupt schon krass, dass die überhaupt alle Charaktere quasi eine Story haben. Dass alle Charaktere überhaupt... ein Leben führen und so. Ich glaube, das war damals das Heftige. Und nicht unbedingt die Story an und für sich. So. Thank you.
Oh nein, ich hätte nicht speichern sollen. Naja, gut. Das war so Reflex. Ich so daran gewöhnt habe, immer zu speichern. Sieht nicht gut aus, Chat. Ich glaube, es bezieht sich doch auf Buch. Ich kann natürlich noch unter Wasser sein, aber... Nee. Sind noch Skelette auf dem Boden. Nun, ich glaube nicht, dass ich es übersehen habe, Chat. Ich glaube, wir müssen zurück. Dann bezog es sich doch aufs Buch, wenn wir unseren ersten Instinkt nachgehen sollen. Eigentlich schade. Eigentlich ist es immer so cool, wenn man nochmal ans Anfang des Spiels zurückkehrt. Das ist so ein gern genutztes Element in vielen Spielen. Aber auch nicht schlimm. Lalalala. Hier lang. Okay, einmal die Karte öffnen. Sieht gut aus. Neuer Trank. Auf geht's. Ja, man kann irgendwie Elden Ring schon spielen in gewissen Dings, ne? Aber ich glaube, man darf dazu nichts veröffentlichen. Also ich glaube, es gibt immer NDAs und so. Weiß ich nicht genau. Aber würde ich auch nicht wollen. Da sind so Spiele, die spiele ich lieber, wenn sie dann draußen sind und nicht irgendwie so testweise und keine Ahnung. So. Endring ist auch Spiel des Jahres. Ja, vielleicht. Oder der Grab, wie sagt man, der Grabnagel für die Souls-Spiele. Gut, wir speichern einmal richtig. Heilen uns auch nochmal. Sargnagel, genau, Sargnagel, das war das Wort, was ich gesucht habe, ihr habt recht. Ich glaube, hier habe ich das erste Buch mal gefunden. Ich weiß noch, dass das hier ziemlich verwinkelt war. Bin mir nicht mal mehr sicher, habe ich Chromanin am Strand gefunden, also am quasi Ausgang dieser Höhle. Star Wars, weiß ich nicht. Ich bin ja kein großer Star Wars Fan, eher im Gegenteil. Aber, ja. Das alt ist nicht unmöglich. Wie viel Erfahrung die geben? 300. Wahnsinn.
Oh! Easy. Noch eine Sackgasse. Hup. Und noch eine Sackgasse, okay. Ich gehe den Rechts-G-Algorithmus, ihr kennt ihn. Der muss nicht zwingend zum Ziel führen, aber er ist simpel. Und dann kann ich auch ein bisschen quatschen dabei. Rechtsgealgorithmus ist vor allem immer dann ein Problem, wenn was in der Mitte ist. Weil du kommst nie in die Mitte, wenn du einen Rechtsgealgorithmus machst, ne? Aber man kann Labyrinthe bauen, die dadurch unzugängliche Stellen in der Mitte haben. Was ist das? Chromanin 6, perfekt. Hat noch ein paar andere Sachen. Erzbrocken. Ist nicht so relevant. Chromanin 6. Eisschnaps, Reis. Amulett der Lebenskraft. 30 Lebenskraft, müssen wir gerne mal gucken. Verwandlung Blutfliege, Bloodfly. Wie viel Lebenskraft haben wir denn so? 91, dann ist 30 viel. Okay, wir gucken mal, was der Text sagt. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Es waren Lernpunkte. Einen von uns umzubringen war dein letzter Fehler. Was? Wir müssen zuerst den Beschwörer eigentlich töten. Zum Glück bin ich OP, ey. Magier. Skelette beschwören. Eisfall. Der Magier. Skelette beschwören. Eisfall. Gucken wir mal in den Truhen. Nix. Ich glaube, die haben wir schon mal durchguckt. Nix. Okay, wir gucken noch mal in den Text. Leeres Buch. Questlog ist leer. Also es war wirklich die Kette anscheinend. Lebenspunkte, 30 Stück. Das hat die Frage, gehen wir dafür 7 Stärke auf? Ja, oder? 30 Lebenspunkte sind krasser als 7 Stärke. Muss sich auch gelohnt haben. Du hast 200 Lebenspunkte, ist das so? Oh ja, ich habe 476. Okay, wir geben die nicht auf. Wir bleiben bei der Stärke-Amulett. Hab nichts gesagt. Ganze Quest war umsonst. Scheiß-Item. So, also. Jetzt aber Finale. Wo müssen wir denn hin? Die Höhle. Wisst ihr noch, wo die Höhle war? Bei den Orks, ne? Das war unten links. Glaube ich. So. Dämonenbeschwörer 4.
Wasser mag ich, ist mir egal. Ich hab keine Ahnung. Hab noch nie Ahnung. Wollen aber den ganzen Berg in die Luft sprengen mit Erz und hoffen, dass das irgendwas bringt. Und damit sie sich ihre gesamte Lebensgrundlage zerstören. Nee. Ich sag euch, Gomez war nach Zardas der beste Mann, den wir getroffen haben. Und Uruschak war auch ein guter. Und Diego. Also wir hatten viele gute Leute. So. Matt, naja. Matt war okay. Fallen Sie die Heiltränke da? Wenn du schon darüber lachst, warte, wie viel Erz haben wir eigentlich? 9405 Erz. Eieiei. Kann man sich auch mal gönnen. Und 9000 Schwerter, ja, das stimmt auch. Aber wenn wir überhaupt noch Händler fänden, um das alles zu Erz zu machen, das wäre ja. Wir sammeln mittlerweile auch viel nicht mehr ein, ne? Ist halt einfach Quatsch. Wir brauchen das alles nicht mehr. Moin. So, normalerweise haben wir Ulumulu. Aber ich glaube, wir sind so stark, wir brauchen kein Ulumulu. Aber dann, wir wollen auch nicht dem Ork sein Dorf komplett kaputt machen, ne? Komm, der Ork, der hat das nicht verdient. Ulumulu, wo bist du? Da ist es. Hey Jungs. Ja, die mögen mich, aber auf eine freundliche Art und Weise. Ich weiß nicht genau, ob ich weiß, wo ich hin muss. Bin ich ganz ehrlich. Wir haben da das Rätsel gelöst, ne? Warte mal. Ulumulu rückwärts gesprochen ist Ulumulu. Sehr. Nicht gut. Ich glaube hier. Ja. Einmal wieder ganz hoch scrollen. Genau, ein Palindrom. So wie mein Nachname. Ha. Darum bin ich auch der Mann aus der Prophezeiung. So. Mir soll doch jetzt hier jemand helfen. Milton. War das Milton, der mir hilft? Genau, ich bin Lagerregal. Oder ein Reittier bin ich auch. Ich hätte gedacht, dass ich den direkt am Höhleneingang treffe. Aber vielleicht treffe ich den ja erst vorm Ork. Ich heiße Otto mit Nachnamen, ja.
Kennst du einen Jens Philipp? Nee. Glaub nicht. Mit Vornamen? Otto. Otto heiße ich. Oder reicht es, wenn ich einfach nur das Schwert habe? Das kann natürlich auch sein. Richtiger Otto, korrekt. Und wenn ich habe auch sehr viele Allergien und wenn ich was esse, wogegen ich Allergien habe, habe ich einen flotten Otto. Wir sind noch nicht fertig. Lieblingstier Otter? Nee. Frösche und Katzen. Katzen sind die Herrscher übers Internet, aber nur offensichtliche Herrscher. Ja, jeder weiß, dass die Katzen das Internet beherrschen, aber in Wirklichkeit aus dem tiefen Staat sind es die Frösche, die das Internet regieren. Dann gibt es ja auch Pepe. Da noch mal hin. Muss ich nicht da durch? Muss ich vielleicht hier rechts? Hast du dir mal einen Gedanken gespielt, dich bei First Dates anzumelden? Ist das nur unnötiges Englisch oder ist First Dates irgendwas, was ich nicht kenne? Bin ich wieder hier. Ist eine Trash-TV-Serie. Ah, okay. Kenn ich nicht. Also nein. Ich habe mal überlegt, mich bei Beauty and the Nerd anzumelden, aber ist Beauty. So. Verwirrt. Ich hätte echt gedacht, dass das hier der Weg gewesen wäre, aber offensichtlich habe ich mir das falsch gemerkt. Offensichtlich habe ich mir das falsch gemerkt. Komme ich vielleicht gar nicht von hier dahin, wo ich denke? Warte mal, ich habe mich da vielleicht lang. Ist es das wieder? Der Fehler, den hatte ich schon mal gemacht, dass ich nicht in diese Richtung gegangen bin. Weil ich den Weg immer übersehe. Keine Ahnung. Es gibt viele TV-Konzepte, die ich ganz cool finde. Aber mich zieht nichts ins TV. Takeshis Castle, ey. Als ich Dings zum Beispiel, als ich gehört habe, dass, also Squid Game, ne? Als ich gehört habe, dass dieses Squid Game gibt oder so, da habe ich das durch so Memes erfahren und durch so, ich habe gemerkt, Leute reden über Squid Game. Ich wusste aber nicht, was Squid Game ist. Und da hatte ich nur diesen Zugang über Memes und ähnliches und vielleicht irgendwelche Twitter-Postings und so und habe mir erschlossen, was dieses Squid Game vielleicht ist. Und mein erstes Verständnis von Squid Game war, das ist wie Takeshis Castle,
aber halt irgendwie anders aufgemacht und anderer Style. So, keine Ahnung, dass sie alle diese Anzüge tragen und vielleicht, dass es wirklich mega krass was zu gewinnen gibt und so. Und dass das vielleicht wirklich so tut, dass würden die Leute sterben, aber die tun es natürlich nicht wirklich oder so. So habe ich mir die Show so vorgestellt. Und dann habe ich erfahren, das ist eine Serie. Und ich dachte mir so, ja, okay, dann interessiert es mich nicht. So habe ich das Thema Squid Game verarbeitet. Das war 1:1 meine Reaktion auf den Kram. Ich finde das eigentlich geil, wenn es mal wieder Takeshis Castle geben würde. Ich fand das war ein mega geiles Konzept. Wäre auch etwas, wenn Bonja richtig reich wäre, so richtig reich, oder wenn uns ein Geldgeber Melonen geben würde, dann würde ich so ein Streamer-Event machen. So Twitch Castle und dann laden wir die 100 größten deutschen Streamer ein oder so und dann geht's los. Das wäre doch mega geil, oder nicht? Was meinst du, wie die Viewerzahlen explodieren würden? Also, falls ihr Millionär seid, das wär's doch. Okay. Showdown. In dein Gesicht, Junge! Alter. Die Bannklinge. Alter, die Mods kriegen neues Werkzeug. Nach dem Bannhammer gibt es die Bannklinge. Dies war das Schwert des untoten Ork-Hohepriesters Grashvarak Arushad. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert doch auf andere Art und Weise nützlich. Perfekt, und Schabernack ist auch. Und jetzt können wir hier in das, ich vermute, jetzt kommt der letzte Dungeon im Dungeon. Chat, ist jetzt Showdown. Chat, das Spiel ist gleich vorbei. Die Hüterklinge, apokalyptischer Templer. Ich glaube, wenn wir den Schläfer beschwören, bricht die Apokalypse ein. Warum machen wir das? Alter, hat der einen schönen Teppich, ne? Wunderschöner Teppich. So, was haben wir denn hier so? Wir müssen den Tempel hier angucken. Wir müssen ja würdigen, was unser Spiel jetzt am Ende hier gibt. Im Vergleich zu vorher ist das Spiel gerade sehr hübsch. Sehr viel ausmodelliert, sehr viele Details und so. Muss man auch würdigen. Hier gibt es verschiedene die Wanddinger da. Bestimmt einen tollen Begriff dafür.
Weiß ich nicht, ich kann da nicht viel drin erkennen. Ist so weit weg. Das ist ein Minecrawler, definitiv. Was ist das? Ich weiß ich nicht, ich erkenne da gar nichts drin. Oben rechts könnte ein Gemälde im Gemälde sein. Aber was ist denn das Grüne da? Habt ihr eine Idee? Ein Krokodil, aber warum ein Krokodil? Schnecke? Oder? Weiß ich nicht. Safcon. Safcon könnte stimmen. Entwickelt sich gerade zu Smetbo. So, jetzt hier sind die Steine. Oh, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe nur 4 Steine. Schwer das. Doch nicht, hab 5. Zardas. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor-Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht. Was ist los mit dir? Er verwandelt sich in den Schläfer. Ich sagte, er verwandelt sich in den Schläfer. Das ist 1:1 die gleiche Story wie mit Medivh. Ich weiß nicht, wer hier von wen abgeschrieben hat, aber... Kann so nicht sein. Wenn es jetzt noch so ist, ne, dass in Wirklichkeit die Mutter von Xardas vom Schläfer gebumst wurde, ist es wirklich einfach Medivh. Ja, ist jetzt ein bisschen verkürzt. Die Kenner wissen, wovon ich rede. Perfekt. Ich glaube, wir haben nie was Sinnvolles. Wir müssen ja auch nicht looten. Ach du Scheiße. Ah! Easy. Uiuiuiuiui. Mit H am Ende war's. Ja, ja. Der Prophet, falls ihr nicht so mega krass in Warcraft-Lore drin seid, der Prophet aus Warcraft 3.
Der Name von ihm wird da, glaube ich, nie genannt. Okay. Der Schläfer einfach ein riesengroßer Minecrawler. Vielleicht war es ein Fehler, dass wir die ganzen Skelettbeschwören verbraucht haben. Wir haben zwar mittlerweile wieder ein paar eingesammelt, aber wenn ich mir die Armee da angucke, ne? Naja, wir machen das schon. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Okay. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer! Wache! Ja, das ist schlecht. Ich versuche mit Springen nach vorne zu kommen. Okay, vielleicht ist der Schlag hier kürzer. Ja. Na, vielleicht auch der. Ich spamme einfach Angriff. Wow, 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 wow. Der haut einfach ab. 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 Ja gut, ne? Was willst du machen? Töte ich die jetzt alle? Ich glaube ja. Das war ganz schön viele Heiltränke dann. Was? Wie? Wann? Wo? Ich glaube, ich habe was anderes getroffen. Kann das sein? Ja, ein Feuerball. Oh nee. Oh nee, wir hätten speichern sollen. Warte mal. Wir machen das anders. Wir beschwören Skelette. 4 Stück oder so. Heilung, Licht, Pyrokinese. Untote vernichten, Feuerball, Feuerregen. Wahnsinn. Feuersturm, Heilung, Eiswelle, Licht, Schlaf, Skelette beschwören. Aber 10 Stück, perfekt. Machen wir einmal. Sorte 5. Schließlich sehen
wir uns einmal her. Schon ist schwierig zu drehen, vor allem. Ich muss vorsichtig drehen. Verrückter Chorgalon. Jetzt spam ich wieder. Part entdeckt. Sieht nicht gut aus gerade. Ah ja, perfekt. An Spams, ich spam die ganze Zeit. Ah. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, das kommt durch die zu hohe Framerate, mit der wir spielen. Der haut einfach ab. Der haut einfach ab. Da es gerade zeitkritisch ist, machen wir mal starke Heiltränke. So. Quick Save, richtiger Save. Ich mach mal hier. Okay, die Skelette sind alle tot. Aber ich kann eine neue beschweren. Oh, wir haben kein Mana mehr. Sieht gut, nicht gut aus. Der haut einfach ab! So gut in Gothic. Quick Save, Skelette beschwören. Mana-Trank. Weg. Der haut einfach ab! Der haut einfach ab. Die Skelette sterben durch die Feuerbälle. Oder sind die schon tot? Ich glaube, eines ist tot. Ein bisschen hinter die Säule, dann sind wir, glaube ich, sicherer. Nicht mehr viel Leben.
Uiuiui. War knapp. So, und ist das nicht schon der Schläfer oder ist das einfach nur ein riesen Mindcrawler? Ich meine, warum beten die den an? Der Schläfer. Also in dessen Nähe schlafe ich ein. Hat das richtig verstanden? Ich muss, glaube ich, erst machen, was Zardas meinte, ne? Ich muss irgendwie Herzen durchbohren oder so eine Geschichte. So, hier ist ja der Dude. Hier liegt halt so viel Müll. Wie durchbohre ich denn jetzt? Hier durchbohren oder reicht es, dass du tot bist? Okay, gehen wir mal davon aus, es reicht, dass er tot ist. In den Säulen. Säulen, die Dinger oder was? Aber warum? Okay. Ist es auch ein Dämon jetzt hier? Und Zardas ist der Dämonenbeschwörer, natürlich. Okay, vielleicht. Vielleicht gehen wir in Deckung, wenn wir gegen die Dämonen kämpfen. Sehen wir denn? Ja, wir sehen, welche Säulen wir schon haben und welche nicht. Easy Dodge. Ey! Wieso kommt denn der Feuerball aus der Säule? Das ist gemein. Der macht unverschämt viel Schaden. Uff, das war aber mehr als knapp. Okay, safe. Ah! Die Säulen sind keine Deckung. Aber diesmal kann kein Dämon, ne? Ich glaube, diesmal kam kein Dämon, oder? Die Animation wurde nicht vollendet. Die Animation wurde noch nicht vollendet. Diesmal wieder nicht, ne? Verdammt. Diesmal schon.
Jetzt bin ich aber so low life, ich müsste mich erst heilen, theoretisch. Ich glaube, ich habe nicht die Aggro vom Dämon. Doch, habe ich. Zieh das verdammte Schwert! Weiß nicht, ob das noch reicht. Okay, perfekt. Okay, zwei fehlen noch, da hat die Animation nicht geklappt. Skelette sind mir gerade keine sonderlich gute Hilfe, habe ich das Gefühl. Kann ich seitwärts gehen? Ja. So schwierig mit der Keybindings das zu machen. Okay. Puh. Ich wollte halt genau so einen Step daneben machen, kurz bevor, also ne, während er schießt, sodass ich maximal Zeit habe, das zu machen. Hat auch funktioniert. Alter, hab gekrittet. Machen wir jetzt noch einmal, dann haben wir's. Ich muss halt drücken A, D, Steuerung W, Steuerung W. Okay. A. Hat nicht funktioniert. Nochmal. A, D, schlechte Ausgangsposition, neuer Versuch, gehe nicht Half-Life rein, das ist doof, wer weiß, vielleicht wird er auch direkt richtig aktiviert oder so. Bin ich jetzt näher dran als bei der anderen Säule, deswegen klappt das nicht mehr oder so. Dann versuchen wir zu laufen. Versuchen zu laufen. Schräg zu laufen. Das ist auch einfacher auszuführen. So. Hat irgendwie nicht geklappt. Perfekt. Ist der schon aktiviert? Deswegen kann ich nicht mehr mit ihm interagieren. Ist das der Grund? Ah! Dann fehlt er in der Mitte oder was? Funktioniert. Nein! Geht nicht. Ist er vielleicht schon angreifbar? Wir können ja schon mal gucken, ob er angreifbar ist. Ich speichere mal woanders ab. Ich mach mal Lörris. Nee. Moment, werden die nicht gespeichert, der Fortschritt auf den Dingern? Bitte sag mir nicht, dass es so ist. Kann ich mit interagieren? Kann ich nicht mit interagieren? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ein Safe Game ist jetzt fucked. Aber warum? Warte.
Welches Schwert müsste es denn sein? Ist es Bannklinge? Von Anfang an nochmal laden, okay. War das der hier? Ich ignoriere mal kurz die Typen und gucke nur, ob ich mit den Dingern interagieren kann. Ja, auf den Speicherstand geht's noch, okay. Ja gut, dann machen wir das nochmal. Waren die Skelette mir überhaupt eine Hilfe? Ich weiß es nicht. Vielleicht wenn ich mehr habe. Ist 4 nicht Skelette beschwören? Nee. Irgendwie. Der Teleport ist aber. Ah, siehst du mal. 5 ist es. Vielleicht tanken die ja ein bisschen oder so. Ansonsten hatten wir gesehen, dass wir über die Zauber gingen. Feuerregen oder so. Da, Feuerregen. 6. Gucken wir uns das mal an. Mich jetzt nicht so beeindruckt. Der haut einfach ab. Sah halt krass aus, aber wir haben halt kaum Damage bekommen. Der haut einfach ab. Aber ich bin einfach zu schlecht in Magie, oder? Weiß ich nicht. Muss man das auch einfach mit Nahkampf machen. Oder Urizier, das kann natürlich auch sein. Ich gehe ein bisschen auf Distanz wegen den Feuerbällen. Skelette bringen gar nichts. Die stören nur, die tanken nicht mal. Okay, aber die hier sind ein bisschen weniger wehrhaft. Sie halten auch einfach nicht so zusammen. Und es ist offenbar egal, wenn ich ihre Brüder verkloppe. Und die checken halt nichts mehr, weil sie zu viel Sumpfkraut geraucht haben. Keine Ahnung. Jetzt einmal heilen. Ich meine, die Skelette waren ja mega krass im alten Lager, ne? Da haben die ja komplett aufgeräumt.
perfekt. Big Safe. Na gut. War nicht gut. Ah, Mann! Trinken dauert so lange. Okay. 1 von 5. Alter, no damage. Perfekt. Na gut. Es ist so schwer, ne? Dem auszuweichen. Zumindest. Zumindest mit den Sidesteps. Okay, trinken. Es geht nur einmal trinken, wenn ich vorne bin. Oh nein. Ich glaube, es ist wieder Buggy. Okay, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Ich versuche jetzt gar nicht mehr full life unbedingt zu sein. Wir ignorieren das. Ich schaffe den Fight schon gegen den Dämon jeweils. Ist wichtiger, dass es nicht verbuggt. Okay. Okay, I guess. Drei von fünf haben wir. Und der vierte. Okay, wir warten nochmal, dass er schießt. Wir nehmen einmal Damage. Nimm bitte den vierten HP-Trank, sonst muss ich weinen. Okay, dann nehme ich den nicht. Ich bringe gerne Kinder im Internet zum Weinen. So, da kam die alte Hexe in mir durch. Okay. Finale. Und jetzt.
verbannen ihn. Zardas hat nicht gelogen. Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Alter, die haben das schon damals als Cliffhanger gebaut. Das ist ja geil. Wir haben's durch, Chat. Guckt euch das an. Nice. Ihr seht ja, was ich meine. Da haben halt hauptsächlich Deutsche dran gearbeitet. Das war noch eine andere Zeit. Da war noch nicht alles so super international wie heutzutage. Hauptsächlich Männer. Anja war, glaube ich, die erste Frau. Kritzelkratz 3000. Der Willi. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jeden Namen dreimal lese. Kann das sein? Nimm die gleich fünf, die einfach jedes Mal aufzählen lassen. Ja, geil. Sabine. Corinna. Zoe. Ist, glaube ich, auch weiblich, oder? Ja. Ja, geil. War auf jeden Fall ein nices Game. Also, hat sich gelohnt, auf jeden Fall zu spielen. Irgendwann müssen wir nochmal Gothic 2 spielen, Chat. Wir jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Jetzt, wo die Barriere unten ist. Die Leute sind frei, theoretisch. Aber jetzt beginnt ja erst das Abenteuer, ne? Oder da stehen ganz komische Sachen noch bei. Ich habe ja gerade gar nicht richtig mehr mitgelesen. Irgendwas mit Morhun und so. Danke an meine Eltern, Reinhard und Marita, meinen Schwestern und Freunden für die Geduld und Unterstützung. Dank unserer Flatrate. Helga, Otto und Silke. Was geht denn da ab? Dem Schnitzelonkel für die Eintöpfe. Ja, geil. www.gothic.de. Gibt's die Seite noch? Gucken wir gleich mal.